Oh, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Vault 95 betreten und wurden sehr herzlich empfangen mit Gunners, mit Mr. Gutsies, mit diesen komischen Iron Maiden, weiß ich nicht, eisernen Jungfrauen. So hieß jedenfalls die eine von dieser Rennstrecke. Deswegen nenne ich die auch so, weil ich keine Ahnung habe, wie man die sonst nennt. Und ja, hier hängen ganz viele Granaten. Da möchte ich gerne nicht reinlaufen. Ich möchte gerne die Splittergranaten haben. Dankeschön. Nur, warum hat man das hier hingepackt? Nur sicher irgendwas zu verheimlichen, oder? So, ich habe da hinten auch noch eine meisterhafte verschlüsselte Konsole gesehen. Versuchen wir erstmal die zu knacken. Wird ja wohl was richtig Geiles drin sein. Bombardement. Eliminating. Challenging. Verdammt, irgendwann mit Ing. Bei Terminals gehe ich lieber so auf gut Glück. Aber ja, genau so. Manchmal braucht es einfach nur Glück. Wahrscheinlich kommen wir ja direkt zum Ziel oder so, ne? Dann wäre jetzt richtig gut. Dann kann ich theoretisch alles skippen, bestimmt. Da ist eine Power Armor, oder? Nee, verdammt. Auferstrahlt. Ja. So. Ja, super. Hier, was hat? Ich spüre, da war was. Was, ehrlich? Du bist tot. Stuhl. Mal, das soll nicht meine Rüstung an. Warum habe ich meine Splittermine nicht verschwendet? Hier ist mal einen anderen Weg. Sieht mir ja nicht sehr viel sicherer aus. Meine Sirs. Verdammt. So. Was ist das denn? Okay. What? Don't mind me. I'm just here to loot some sheet. So, Vorsicht, wer sieht mich denn hier? Stimmt, konnte man hier getroffen werden und ich hatte einfach nur so ein Schweineglück, ne? Ich glaube, wir sollten uns möglichst weit entfernt von diesem Reaktor halten. Was? Hier war doch grad was. Guck. Wir kämpfen hier unten, damit der da oben uns nicht trifft. Hast du gehört? Okay, schießt auf dich. Sehr gut. Sehr gut. Was machst du denn da? Ist ja gar nicht so stark. Hast nur höllisch viel Schaden. Kann nicht sehen.
gesehen. Deswegen erzählst du da uns so einen Müll, ne? Weil du irgendwie voll high bist oder so, ne? Wegen deinem Psychoproblem. Deswegen sind wir ja hier, weil Kate ein Problem hat. Verdammt. Und ja, wir sind hier, um das zu beheben. Weil hier gibt es medizinische Sachen. Verdammt. Hi. Mein Gott, sieht das wenig aus. Hilfe. Ah. Nehmen wir mal den hier. Kommt schon, ihr dreckigen Schweine! Kommt her! Psst, nicht solche Worte benutzen, okay. Das machen nur sehr unzivilisierte Leute. Wo? Oh. Oh yeah. Okay, da ist der Kopf abgeploppt. Oh, jetzt gehen wir mal in die Tür rein. Ja, aber abkriegen wir auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, was ich aufleveln soll. Wie schön. Du bist ziemlich schick mit einer Haarklammer. Noch einen verbesserten. Ich glaube, ich kriege hier so viel Schaden, weil ich. Auch Schrotpatronen sehr gut. Weil ich viel Schadenresistenz habe und nicht Strahlung. Energieresistenz. Und deswegen kriege ich hier die ganze Zeit so viel Schaden. Da gibt es auch irgendwie einen Perk für, wenn ich mich nicht irre. Ich mag vielleicht darauf achten. Aber vielleicht irgendwann was mehr Schaden und so gibt. Ich denke mal, so Schaden kannst du mit Waffen umgehen, aber anscheinend nicht, ne? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Super. Gott. Wofür ist der Weg dann da? Und mit den Granaten habe ich ja schon geguckt, ne? Was ist denn das? Habe ich keine Ahnung. Ah, ist das. Aber da war ich ja schon drin, ne? Nee, jetzt auch weiter, stimmt. Wer? Hi, na? Uff. Noch jemand? Nein. Sicher? Doch, jetzt auch noch jemand. Oh, her damit. Schon eine Menge Müll wieder dabei, ne? Auch entsperrt, ich kriege hier viele Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Snake? Das ist nicht schwer. Shady. Ja. Stellen Sie sicher, dass sich alle Bewohner im Volte-Rehabilitierungsprogramm beteiligen. Es ist von entscheidender Bedeutung für unsere Forschung, dass das Programm absolviert wird. Ihre falsche Identität sollen Sie inzwischen verinnerlicht haben. Fangen Sie ein neues Ziel, Sie öffnen ein Gablas. Wir wohnen nicht genau 5 Jahre in Volte 95. Hier ist mein erster Eintrag. Darin das Zimmer einstellen, das Lager mit der suchterregenden Substanzen zu öffnen. Also anstatt in den Vaults hier das Überleben zu sichern, tun die in jedem einzelnen Vault irgendwie Experimente oder Untersuchungen anstellen. Also das genaue Gegenteil von Überleben, nehme ich an. Und ja.
Weiß gar nicht, was in Vault 101 passiert ist. Also in Hauptvault, wo man rauskam in Fallout 3. Ich habe keine Ahnung, was ich damit auf sich hatte. Hey! Nein! Was ist das? Ah, Killstil. Oh, sehr gut. Du bekommst keinen Schaden vom Feuer, natürlich. Nicht zurückgefallen. Entschuldigung. Liegt es an mir? Oder ist das einfach zu lang? Was will er links? Nach rechts. Was ist das? Komm, meine Granaten nichts bringen, so habe ich das Gefühl, ne? Ich habe noch Molotovs, ne? Okay. Na, kommt mal her. Boah, das bringt überhaupt nichts. Gunner Lieutenant, hier super, der hat einen Schädel über seinem Kopf. Der ist bestimmt voll im Möhre stark. Geil. So. Wuff. 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 Wieder le- Boah. So, wir sind da hier in was eine Schlacht hier. Will mich verarschen, der bekommt mehr Schaden als der legendäre Gunner. Du die ganze Zeit hier überlebst, ne? Das schockiert mich ein bisschen. Boah, in solchen Momenten würde ich mich in den Power Armor ausrüsten und den Fat Man mitgenommen. Bleib doch mal stehen, Mann. Ja, du bekommst irgendwie mehr Schaden. Ja, was mache ich denn jetzt? Eine Atommine reinlegen. Wo ist das? Wer hätte das kommen gesehen? Oh mein Gott. Hi, was geht? Hier. Ich habe irgendwie keinen Bock auf mich zu schießen. Nein, das explodiert nicht. Ich krieg die Krise. Wo liegt das Teil? Ist das? Die sind immer noch nicht. Ich krieg die Krise. Haben eine verdammte Atombombe mehr oder weniger auf euch platziert. Wir sind immer noch am Leben. Warte, ich habe noch eine Mine. Der. Was ist hier auch noch verstrahlt?
Das ist eine andere jetzt. Oh, mein Gott, ey. Alter, wie viel Schaden. Boah. Auf immer eine Mine rein, verdammt. So, jetzt habe ich voll AP wegen meinem Level Up. Weil du bist immer in das Ding jetzt reingelaufen. Oh Gott. Das war alles, was ich habe, hier reingeballert. Aber wieder eine Sündklamotte, ey. Hör auf, mir die zu geben, die sind nicht gut. Oh Gott. Das ist der Lieutenant. Das ist legendärer Gunner, wo ist der Corporal? Meine Güte. Ihr sagt mir, das war's, ey. Ich habe keinen Bock, hier so standardmäßig gegen die zu kämpfen. Was du hier, der super starke? Nee. Wo ist denn jetzt der Corporal? Bin ich jetzt blöd oder was? War eine Frau. Oder? War die Dinge? Oh, keine Ahnung. So, ich habe ein Level Up. Ja, damit. Weiß zwar nicht, was ich nehmen soll, aber hier kann ich leider nichts aufballern. Ja, das kann ich alles aufballern, aber das bringt nichts. Das Terminal ist nie gesperrt. Was soll ich damit? Was haben wir denn noch hier? Ja, das sind alles so Sachen, die erhöhen Schaden, aber nur für bestimmte Waffen immer. Ich könnte Schmied nehmen, dann könnte ich einige meiner Nahkampfwaffen verstärken. Weiß ich nicht. Ich nehme Schmied. Hilft die Schmiede und der alte Zugang zu Standard Rang 1. Mods für Nahkampfwaffen. Da kann ich sogar voll aufballern. Ja, machen wir das. Damit ich alles herstellen kann. Kann ich auch Superhammer und sowas alles verbessern jetzt. Die ich ja auch hab. Die sind, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Scheiß auf Schaden. Okay, das ist ja eigentlich auch Schadenserhöhung ein bisschen, ne? Cool. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich schon überall war und wo nicht. Der Kampf hat sich jetzt schon wieder so lange gezogen. Ah. Wie sind wir in dem Part hier raus? Ich glaube zwar eher nicht. Wenn Spielzeugtor kam. Und ich will so einen Vault-Anzug haben. Den setze ich natürlich sofort wieder hin. So, hier kann man doch durch, ne? Oh, hi. Warum sammeln Leute... Okay, ja, okay, die Gunner sind jetzt hier, aber... Okay. Ich hab so im Kopf irgendwie gehabt, die Leute, die hier unten leben, haben auch Sachen, Kronkorken gesammelt. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Die wissen ja nicht, dass
Kronkorken, die Währung draußen sind. So, das war natürlich wieder ein Abenteuer und ist ja noch längst nicht vorbei. Also ja, weiter geht das Abenteuer. Oh, hi. Ah, du bist gar kein Fall, ich dachte. Du bist eins von diesen Elektro-Dingern. Ja, der hat sich natürlich auf dem Klo eingegeben. Warte mal hier. Oder einer hat sich hier ein ganzes Versteck gemacht, oder wie? Okay, weiter. Wir sagen mir, waren, ich weiß nicht, wir sind jetzt hier nur Horrorsachen begegnet, also schlimmer kann es doch nicht mehr werden. Ja, ich hab's jetzt gesagt, also kommt. Come at me, Bros. Hallo, große Waffenwackelpuppe. Gezeichnet. Du willst auf plus 25% kritischen Schaden mit schweren Waffen. Ah, geil. Oder Kronkorkenmehl, die ich wahrscheinlich brauche. Oh, hier geht's nicht weiter. Ah, nee, da gab's ja noch ein Video, wo wir hin müssen. Ah. Ich habe noch keinen Anzug bekommen. Ich brauche Schrotpatronen, ehrlich. Ich hatte schon gesagt, dass ich von meinem alten Schrotgewehr eine Verbesserung auf das neue hier draufgepackt habe, was ich gekauft habe letztens. Das ist jetzt genauso stark wie mein Zombie Killer 2.0. Sagen Sie sich, ja, der Ort war angeblich sicher. Ein Tag, Wir haben nicht versucht, uns zu helfen. Hätte nie gedacht, dass ich noch mein Leben schämt sehen würde. Warum auch? Aber jetzt sind Sie hier. Da war so ungefähr. Nachdem die Gunner hier kam, ne? Also so wie im jeden Wort. Irgendwann geht alles drunter und drüber. Ja, hier war eine Wackelpuppe, das ist auch gut, auch wenn die nicht so dolle ist. Kritischer Schaden, das ist kacke. Das alles mit kritischen Schaden jetzt hier mehr abzieht, nur. Ich will dauerhaft irgendwie mehr Schaden anrichten. Nicht nur mit Kritschen. Ich will immer mehr Schaden mit großen Waffen oder kleinen Waffen abziehen. Wie komme ich jetzt wieder heraus? Ich war verirrt hier. So. Ehrlich gesagt, in diesem Part hier fertig werden. Ich habe schon viel zu viele Leute aufgenommen. Ich wollte gar nicht so viel aufnehmen. So, da waren wir noch nicht, ne? Doch, da waren wir schon. Oh. Da waren wir noch nicht, oder? Hier ist ein. Mein Gott! Hier sieht alles verdammt nochmal gleich aus. Hier waren wir noch nicht. Ach, das ist vom Overseer. Wahrscheinlich der Raum. Mehr, du bist ein. Okay. Komm her. Das kritische Treffer sammeln. Hi, wo warst du die ganze Zeit gerade? Ich hätte dich gebrauchen können. Du Drecksack. Würde ich sagen, aber du siehst so verdammt cool aus. Okay, ist nicht das Overseer. Räumchen hier. Ah, 25 Minuten, oh Gott. Sie scheinen ihr Gruppentreffen im Büro des Aufsehers abgehalten zu haben. Rumsitzen und wildfremden Leuten meine Probleme zu beichten, finde ich nicht besonders lustig. Also das, was du gemacht hast am Ende des letzten, am Anfang des letzten Parts, ne?
Aufseher, genau, nicht Overseer. Englisch halt. Lass mich raten, irgendwann kam. Er hat zum Ausdruck gebracht, dass er die Zahl der Treffen reduzieren will. Er glaubt, dass Chamberpain kein Problem mehr darstellt. Bruna Rennel hat die Gruppe daran erinnert, dass die Einladung des Brands bedingt für die Aufnahme Wort war. Ach, sollte man die öffnen können, okay. Was ist ein Geistfenster? Ja, als ob ich mir das merken kann. Boah, und die setzt sich jedes Mal immer sofort hin, ne? Stuhl. Nicht sehr gut programmierte KI in dem Spiel, finde ich. Ist mal ganz ehrlich. So. Und weiter. So, jetzt muss ich nur den Gang finden, wo ich drüber gestolpert bin, wo Gegner waren. Ich könnte aber mal auf den. Boah. Hier war das, meine Güte. Ich könnte auch mal auf das Ziel unten gucken, ne? Genau, hier war das. Wir sind auch noch legendäre Typen. Jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Ja, ich wollte schon sagen, fehlgeschlagen, wie bitte? Hey, was bist du denn? Normaler? Ja, aber ich mit dem Preston sprechen. Ja, geht ruhig da. Was ist hier? Albert Wesker? Sieht aus wie Albert Wesker aus Resident Evil 5. Boah, ey. Ich werde mal aufhören, mich die ganze Zeit da zu verstecken. Ich gefällt's. Abschlag 18. Komm, Wesker. Oh Gott, was hat mir schon wieder so viel Schaden gemacht? Kann ich sein, dass hier so normal mir so viel Schaden macht, ey? Ich glaube, ich spinne. Oh mein Gott. Draußen bleiben. Wie gesagt, draußen bleiben. Wow. Und tschüss. So, ne? Au. Sack. Nein. 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 Jetzt mach ich doch mal. Immer wenn jemand schon direkt tot ist, ne? Also nur ein Schuss entfernt vom Sterben und dann kommt der. Echt nicht cool, Kumpel. Echt nicht cool. Ein Molotow-Cocktail wieder bekommen, geil. Oh, hi. Oh, hi, Mark. Okay. Wir sagen, ich beende die Party hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4, wo wir den Rest von Vault 95 hoffentlich hier abschließen. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.